Yo Leute, willkommen bei 11 Team Sports. Stefan. Mathe. Und heute gibt es ein neues Format und zwar heißt es One Take. Das heißt, wir quatschen in einem Stück so ein bisschen über neue Packs, über neue Schuhe. Und heute geht es um das Nike Lock-In Let Loose Pack. Richtig, Stefan. 4 Schuhe haben wir hier stehen. Was sagst du zum Lock-In Let Loose Pack? Ich bin immer gespannt. Ich habe noch nicht alle Modelle gesehen, Matze. Ich habe meine 2, du hast deine 2. Ich würde sagen, ich fange an mit dem ersten Schuh. Wir bieten euch ein paar Eigenschaften zum Schuh, zeigen euch den mal näher und sagen euch, was euch da genau damit erwartet. Denn da gibt es einige Neuerungen, farblich, aber auch was die Eigenschaften angeht. Und den ersten habe ich hier schon mal oben rechts. Und zwar ist das der Nike Hyperwennen Phantom 3. Ist das? Das ist farblich für dich, was sagst du? Er ist Dortmund. Er ist Dortmund und genau das ist der Punkt. Ich sage ja, von der Optik her ist es für mich immer so eine Frage. Ich finde es schön, dass es geteilt ist. Wir haben Schwarz, wir haben Gelb. Der Punkt ist für mich immer, wenn ich jetzt ein Trikot habe, das rot ist, finde ich, sieht es nicht geil aus. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Klar, also farblich soll es schon passen, aber... Das muss auf jeden Fall passen, aber ich meine, das ist ja nicht alles. Wir haben hier zum einen einen Schuh, den ich, sagen wir mal so, von der Seite mega finde. Von der Seite ist er, sagen wir mal dahingestellt. Aber um auf die Eigenschaften reinzugehen, ist es einmal ein Schuh, der komplett eine Flyknit-Konstruktion ist. Was bedeutet, der ganze Schuh, den könnt ihr euch als Flyknit-Konstruktion vorstellen. Allerdings ist alles, was ihr hier in Schwarz seht, sagen wir mal, mit synthetisch überzogen. Das heißt, wir sehen hier einen Unterschied, was das Obermaterial angeht. Allerdings ist eben unten drunter, unter der schwarzen Oberschicht, auch Flyknit zu entdecken. Die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig. Flyknit, wie kommt es zu Flyknit? Ganz kurz und knapp. Da hat Nike mit Läufern zusammengearbeitet und die gefragt, was denn eigentlich ein perfekter Schuh wäre. Und die Läufer haben gesagt, wir wollen einen Schuh, der eine perfekte Passform bietet und gleichzeitig die aber nicht fühlbar am Fuß ist, uns zeigt quasi. Okay, ne? Quasi wie eine Socke. Wie eine Socke, genau wie eine Socke. Das heißt, Flyknit ist eigentlich eine überragende Socke, die gleichzeitig aber auch ja, strapazierfähig und ja, strukturfest ist. Und das sind die Faktoren, die gegeben sein müssen. Das aber nur als kleiner Outtake. Aber ist ja cool, ist ja sehr interessant. Wussten mit Sicherheit 98% der Zuschauer nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal wichtig, dass man auch weiß, was Flyknit eigentlich ist, was macht es, warum ist es so weich und was sind die Vorteile für einen Fußballschuh. Aber um da noch weiterzugehen, der Hyperwennen hat natürlich noch einiges mehr. Und zum einen haben wir dann hier eben die ja, vermischte Oberflächenkonstruktion, kann man sagen, mit dem Synthetik, mit dem Flyknit auf der anderen Seite. Dazu kommt noch eine asymmetrische Schnürung. Was genau jetzt da dahinter steckt, ich kann es euch sagen, aber ich weiß natürlich nicht, was ihr als Fußballer sagt, ob das Sinn macht. In meinen Augen, es macht natürlich Sinn zu sagen, okay, wir brauchen hier als Stürmer in der Strike Zone ein bisschen mehr Platz für den Ball. Das ist so der Gedanke, den Nike da published. Aber ob es wirklich Sinn macht, den jetzt weiter nach rechts oder weiter nach links zu schieben, die Schnürung, was sagst du da, Matze? Also ich find's schon cool. Darf ich den auch mal in die Hand nehmen? Ja. So. Also ich find's schon cool, wenn hier an der Innenseite mehr Fläche ist, weil du da natürlich eigentlich auch mehr Ballkontakte hast. Also keine Ahnung, es gibt nicht so viele Spieler, die den Ball mit der Außenseite führen oder schießen. Außer Quaresma, ja, auf alle Fälle. Aber sonst finde ich es echt cool, wenn du hier so ein bisschen mehr Platz hast, mehr Fläche für den Ball, für die Ballführung, für den Schuss, der dich letztendlich zum Sieg führt. Ob er das macht, das werden wir dann sehen. Wobei, da kommen wir später beim Nike Magister Obra auch noch dazu. Der hat da nochmal eine andere asymmetrische Schnürung in die andere Richtung. Und in meinen Augen macht es auf jeden Fall mehr Sinn, wenn dann in der Innenseite, auf der Innenseite mehr Platz zu lassen, weil ich meine, da haben wir auch die meisten Kontakte im Spiel mit der Innenseite. Sehe ich auch so, ja. Sehe ich jetzt zumindest so. Deshalb sehe ich da eigentlich auch den Nutzen jetzt in dem Fall mehr auf der Seite freizulassen als auf der. Aber man kann es natürlich auch tot diskutieren. Ja, um noch ein Stückchen weiter zu gehen, was haben wir noch? Wenn wir hier auf die Sohle schauen, haben wir hier einmal an der Außenseite eher kantige, ja, sagen wir mal pfeilförmige Stollen. Die Stollen sollen letztendlich mehr Traktion bei Sprint, wenn ihr abbremst, wenn ihr einen Richtungswechsel macht, sollen die auf jeden Fall euch bieten. Gleichzeitig haben wir hier ja, in der Mitte die Stollen ein bisschen, ja, sagen wir mal, gekürzt, damit ihr da bei Richtungswechseln keine Probleme habt und auch nicht irgendwie hier im Gras hängen bleibt. Das soll ja scheinbar vorkommen. Absolut, da kennst du dich aus, glaube ich. Da kenne ich mich leider ein bisschen aus. Um das Ganze abzurunden, haben wir hier noch einmal natürlich hier oben die ja, Dynamic Fit Color ein bisschen abgerundet auf der Seite. Anatomischer Fuß, haben wir schon drüber diskutiert. Haben wir drüber gesprochen, weil
Also man sieht ja, dass der Dynamic Fit Color so ein bisschen asymmetrisch ist auch, was die Geschichte angeht. Also er ist innen höher als außen, weil das bei dem Fuß auch so ist, dass der Knöchel innen höher liegt als außen. Und dadurch hat sich Nike gedacht, okay, dann formen wir das Ganze einfach anatomisch, ne? Und so passt sich's einfach am besten an den Fuß an. Soll ja auf jeden Fall bequemer sein als der ganz normale Dynamic Fit Color, der längs hochgeht. Mercurial zum Beispiel. Das ist natürlich dann wahrscheinlich auch Geschmackssache. Dazu kommt aber noch, dass wir hier in der Ferse nochmal so eine Art Einsetzung haben. Das haben wir eigentlich bei vielen Fußballschuhen. Was ich aber klasse finde, was man jetzt nicht zeigen kann, aber du kannst ja mal reinlangen, ist diese Polsterung. Das finde ich klasse. Okay. Also ich finde das klasse, wenn du eine Polsterung hast, weil bei mir ist so, ich brauche auch diesen festen Halt in der Ferse, aber diese Reibung, da habe ich immer Blasen. Also. Ja. Findest du gut, ne? Ja. Ich sehe schon hier Matze, der kommt gar nicht mehr klar. Der will den Hyperventum auf seine Seite ziehen. Ja, aber das war es eigentlich im Großen und Ganzen zum Hyperventum Phantom 3. Optisch, wie gesagt, ist es die Frage, habt ihr ein gelbes, schwarzes Trikot? Ich finde, als Dortmund-Spieler finde ich es mega. Also wenn ich gelb-schwarz oben habe und der Schuh auch gelb-schwarz ist. Ich finde, du kannst es auch zu anderen Farben tragen. Also, klar, zu schwarz, zu weiß, zu gelb ist natürlich perfekt. Aber ich finde auch ein Blau geht. Findest du auch gut, ja? Ja, doch. Gehen wir jetzt natürlich, sagt der Schiri jetzt nicht nein. Ja, wie gesagt, das ist die Sache. Wie gesagt, um die Optik kann man sich immer streiten. Und das ist der Hyperventum Phantom 3. Ist immer ein Streitpunkt, die Optik. Aber ich würde mal sagen, Ball zu dir rüber. Ball zu mir. Erster Schuh bei mir. Oh. Da ist er. Der Nike Tempo 7. Geiles Teil. Also ich meine, wir haben schon ein kleines Unboxing dazu gehabt, haben allerdings noch nicht viel über den Schuh gesprochen. Das heißt, es gibt natürlich krass viele Neuerungen beim Tempo. Zum einen ist er unfassbar leicht geworden, hat knapp 60 Gramm eingespart. Also das ist bei einem Fußballschuh schon krass. Also wir kommen hier von knapp 250, 260 Gramm auf 190. Das ist ja eh schon leicht eigentlich, ne? Und dann nochmal 60 Gramm gut machen. Das ist echt krass. Also für den Schuh, der eigentlich ja für den Verteidiger gemacht ist und eher für den robusten Spieler, ist es schon sehr leicht. Und ich finde auch, dass er sich so ein bisschen gewandelt hat. Weil den Tempo hast du ja früher eigentlich immer mit so Spielern verglichen oder in Verbindung gebracht, die einfach robust sind, die Verteidiger sind, die jetzt nicht unbedingt irgendwie technisch begabt sind, aber auch mittlerweile keine Sprinter sind, ne? Richtig, genau, auch nicht übers Tempo kommen, aber mittlerweile hat sich das so gewandelt. Ich finde es echt cool, was Nike da für einen Weg gegangen ist. Und auch hier sieht man Flyknit. Mittlerweile auch jetzt der vierte Schuh von Nike mit Flyknit. Und man sieht also, die Technologie und so diese Zukunft liegt wohl im Flyknit. Finde ich auch ziemlich geil. Finde ich ziemlich cool, weil es sich halt sehr gut an den Fuß anpasst. Was sich aber noch besser an den Fuß anpasst, ist Leder. Und hier haben wir Känguru-Leder noch am Start. Und ich meine, für einen Mit-Lederschuh, also wo Teile Leder mit verarbeitet sind, ist er halt wirklich unfassbar leicht und auch sehr, sehr agil inzwischen. Also ich meine, du kannst ihn quasi nehmen und kannst ihn in sich rein. In sich rein? Reinlegen. Also es ist schon krass, wie flexibel du damit inzwischen bist. Und für mich echt, also egal was dieses Jahr noch kommt, das ist auf alle Fälle der krasseste Schritt von einem älteren Modell aufs neuere Modell. Keine Ahnung, was da noch kommen soll dieses Jahr, aber das ist echt für mich mega geiler Schuh. Keine Ahnung, was denkt ihr über den Tempo? Also habt ihr vorher den Tempo gespielt und würdet jetzt wieder drauf gehen? Oder seid ihr so, dass ihr sagt, okay, hey, ich habe vorher den Mercurial gespielt, ich habe den Hyperventum gespielt, den Magister oder eben auch eine andere Schuhmarke? Ich würde jetzt mal den Tempo ausprobieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, wenn man 60 Gramm abnehmen kann zu dem Schuh, wie geht's dann weiter? Ne? Irgendwann, du kannst ja nicht bei Null rauskommen. Also, ich bin mal gespannt, was kommt. Was halt auch immer so eine Frage ist, ist Komfort wichtiger oder ist es wichtiger, wenn ein Schuh leicht ist? Also ich meine, es gab ja mal von den Kollegen den 99 Gram ja, Schuh, der war halt, den konntest du nicht anziehen. Also du hast ihn dann zwar angezogen, aber
selbst wenn dir eine Fliege drauf gesessen wäre, hättest du gemerkt, dass da irgendwas ist. Und wenn du da mal eine Stolle abbekommst oder so, dann ist halt dein Fuß auch komplett hinüber. Das merkst du sofort. Deshalb ist es natürlich immer... Ich weiß, welche Kollegen du meinst jetzt. Ja. Ne? Richtig, eigentlich die, die diesen Schuh tragen, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Ich hab nichts gesagt. Ich glaube halt wirklich, mit dem Tempo ist Nike auf alle Fälle ein Stück nach vorne gekommen und auch den richtigen Weg gegangen. Ich bin mal gespannt. Also, keine Ahnung, ich habe es auch letztes Mal schon gefragt im Unboxing. Ist euch wichtiger, dass ein Schuh komfortabel ist oder ist euch wichtiger, dass er sehr leicht ist? Ich meine, hier haben wir wirklich beides zusammen. Und heutzutage hast du ja auch fast wenig Schuhe, die jetzt wirklich schwer sind. Klar, wenn man sie vergleicht mit einem Superfly, ist natürlich immer schwer, da mitzuhalten. Aber ich glaube, so einen richtig schweren Schuh, wenn ich jetzt mal überlege, so Hyperrenum, also... Ja, also Hyperrenum, Tempo... Klar, der Hyperrenum ist ein bisschen schwerer als der Tempo. Und das ist halt genau das, was ich gemeint habe. Das hat sich einfach so krass gewandelt, weil früher war der Tempo einfach das Schiff unter den Nike-Schuhen. Und mittlerweile kann den auch ein Außenstürmer spielen, sage ich. Okay, der Außenstürmer bekommt die Vorlage ja vom Spielmacher. Da wären wir ja schon bei der Überleitung. Was für eine Überleitung? Als hätten wir es eingeprobt, haben wir aber nicht, der One-Take. Von daher kommen wir aber damit schon zum nächsten. Und zwar ist das der Magister Obra 2. Jetzt gibt das Ganze mal so langsam einen runden Schuh, was auch Colorway angeht. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Schwarz, dann haben wir hier gemischt. Jetzt sind wir hier bei ein bisschen mehr Gelb. Orange, fast komplett gelb-orange. Natürlich haben wir hier Slogan Nike-Logo in schwarz mit weißer Umrandung. Finde ich optisch jetzt, muss ich sagen, auch sehr ansprechend. Ich finde, das Orange ist jetzt für mich auch nicht, weiß nicht, wie ihr das seht, oder Matze, du, finde ich nicht zu aggressiv. Finde ich eigentlich... Ich finde es ein schönes, warmes Orange. Es ist ein warmes Orange, das finde ich auch schön. Es ist kein Neongelb, dass er hier sofort aufblitzt und ihr Druck auf dem Spielfeld habt. Ne? Wer mit Neongelb oder Gold aufläuft, der muss ja immer abliefern. Dann kriegst du halt immer sofort die Sense. Genau, als hättest du Kapitänsbinde an. Nee, also das ist auf jeden Fall ein entspanntes Orange, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier drauf schauen, ich war ja, was das Schnürsystem angeht, so ein bisschen into it, kann man sagen. Ja. Ich kann es ja mal so in die Kamera halten, ich hoffe, man sieht's. Wir sehen es auf der Seite. Also jetzt sehen wir hier die asymmetrische Schnürung zum einen beim Hyperrenum und zum anderen beim Obra. Da haben wir jetzt beim Obra, der Spielmacher-Schuh, die Schnürung quasi mehr in die Innenseite, also asymmetrisch zur Mitte hin. Da ist jetzt natürlich die Frage, macht das Sinn? Das hat uns so ein bisschen verblüfft. Irgendwie. Hat mich auch verblüfft. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber Magister war schon immer eine Option für mich, auch im Zentrum zu spielen. Und da war ich eigentlich... irgendwie überwiegend mit der Innenseite beschäftigt. So, ich glaube, das ist jeder Spieler, ob jetzt wie gesagt Verteidiger oder Stürmer, dass man jetzt hier außen eine größere Fläche braucht, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also, keine Ahnung, mit welchem Teil des Fußes spielt ihr den Ball öfter? Also, spielt ihr öfter mit der Außenseite und wir machen es seit... wir spielen falsch, ich weiß es nicht. Vielleicht spiele ich einfach seit 25 Jahren falsch. Vielleicht, das wäre geil, dass uns mal jemand aufklärt. Nee, das ist also quasi hier die asymmetrische Schnürung. Wollen wir gar nicht viel länger, wie gesagt, drauf eingehen. Was das Obermaterial angeht, haben wir hier noch eine Texturfläche, die einfach für mehr Ballgefühl sorgen soll. Merkt man auch sehr schön, wenn man hier drüber langt. So, ne? Kannst ja, wird man wahrscheinlich im Mic sofort hören. Das ist wie so ein... Kratermäßig bisschen. Ne? Ja, also das gibt es auch in anderen Dingen. Da gibt es auch solche... Aber da möchte ich jetzt nicht drauf... Weil... Okay, alles klar. Ich glaube, du bleibst dann bei deinen Schuhen, nicht bei meinen. Dann driftet er händig so ab. Weiß ich jetzt nicht, wo das hingeht. Ansonsten haben wir hier auch nochmal sehr schön die Fersenpolsterung. Das habe ich immer vermisst. Ich finde, wenn man dann hinten, wie gesagt, den Halt hat, auch hier toll, dass da an den Einsatz gedacht wurde. Hier haben wir auch die ACC-Technologie, also die All-Condition-Control-Technologie, die eben auch dafür sorgen soll, dass wenn es nass ist, wenn Regen ist, dass ihr trotzdem genügend Reibung habt. Und ich glaube, alle kennen wir es, wenn ihr früher mal Schuhe hattet, die das nicht hatten, rutscht der Ball leicht drüber. Das verhindert quasi diese Technologie, dass man da weiterhin Reibung hat, wie auch im Trockenen. Wenn wir auf die Sohle nochmal schauen, haben wir hier leicht abgekantete Fersenstollen, die einfach einen besseren Drehmoment sorgen sollen. Ob das jetzt wirklich so ist, das müsst ihr selbst ausprobieren. Aber es ist, finde ich, auf jeden Fall einfallsreich, anstatt einfach immer die gleichen Stollen hinzukriegen. Ich glaube, wir sind ja auch alle ein bisschen offen. Genau, und ich meine, Fortschritt wollen wir auch haben, das haben wir dann in dem Fall. Und mich würde es natürlich interessieren, wie ihr an sich damit klarkommt, dass
ich glaube, hier vorne sieht man es sehr schön, der Oberer relativ breit wird, in der Mitte aber eigentlich doch relativ schmal ist. Er ist trotzdem für breite Füße. Da habe ich auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Würde mich interessieren, wie ihr da mit dem Magister bisher klarkam. Ja, das noch dazu. Vielleicht die Optik finde ich sehr schön, dass wir hier oben noch so einen schwarz-gelb-Übergang haben. Ja. Was ich noch sagen wollte ist, ihr seht ja zum Beispiel, also der Dynamic Fit Collar ist jetzt hier auch nochmal anders als beim Hypervenom zum Beispiel. Und ihr werdet es auch gleich sehen, beim Mercurial ist er wieder anders. Also Nike geht da schon auf jeden Schuh entsprechend drauf ein, weil der Magister ist ja schon auch so ein bisschen der Schuh, der den Spielmacher eintragen, ja. Und hier oben siehst du auch, oder seht ihr auch, und auch du kannst da fühlen, ist so eine kleine Polsterung. Das heißt, als Spielmacher kriegst du halt des Öfteren mal so eine drauf, ne? Und das ist halt so auch ein bisschen dann noch ein Schutz. Und was ich da auch noch dazu sagen wollte, was wir ganz vergessen haben, es gibt eine EVA-Einlage, quasi eine Einlegsohle, die quasi verhindern soll, ne, jetzt wird es ganz interessant, wenn man einen Schuh länger getragen hatte. Also ich hatte das Gefühl schon mal, wenn ihr super euch wohlfühlt in dem Schuh, dann tragt ihr den dauerhaft und wollt keinen neuen. Und nach einer Zeit spürt man den Druck der Stollen, weil natürlich auch die Einlage, die wechselt man eigentlich nie. Und du hast quasi das Gefühl, du spürst wirklich jetzt gerade vom Gewicht her, wo du gerade auf den Stollen läufst. Und das soll diese EVA-Einlegsohle eben verhindern. Sie soll das abdämpfen und den Druck so ein bisschen rausnehmen. Quasi den Druck, der über die Stollen kommt, ein bisschen abdämpfen, finde ich auch eine ganz gewinnbringende Idee. Ich finde das bei Schraubstollen immer, bei Eisenstollen finde ich das immer relativ schnell, dass du das merkst. Und jetzt bei Nockenschuhen ist mir das jetzt noch nicht so krass aufgefallen, wahrscheinlich weil ich gerne ständig wechsle, was Schuhe angeht. Aber klar, wenn das was bringt, dann macht das auf alle Fälle Sinn. So viel zum Magister. Dann haben wir noch einen. Zum Sinn, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Sinn. Sag mal, Stürmer, Spielmacher, auch hier Verteidiger, wen brauchen wir jetzt noch? Na, schon klar, der Außenstürmer. Der Stürmer? Der Stürmer. Ja, die schnelle Sau, die Rakete. Ja, brauchen wir jetzt noch. Ist ja klar, Mercurial. Zum 834. Mal sage ich jetzt, das ist mein absoluter Lieblingsschuh. Aber ist mir auch völlig egal. Magst du ihn? Ich mag ihn so. Ja. Also ich bin. Also früher, ich weiß nicht. Ich merke schon, du gibst den nicht aus der Hand. Ne? Der ist so weit links, hat er noch keinen Schuh getragen. So, eine kann eigentlich aus der Kamera auch halten. Ne? Also weiß ich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr früher neue Schuhe hattet und mit denen ins Bett gegangen seid und mit denen geschlafen habt? So hatte ich das am Anfang. Warte. Ich hatte den dann so. Ich bin dann im Arm. Was ist mit dem geschlafen? Dann bin ich gekommen, hab den zweiten aus dem Karton genommen. Dann ist er morgens mit einem aufgewacht, als zweiter war weg. Du junger Hüpfer, warst du noch gar nicht geboren. Ja, okay, dann. Erzähl mir mal was. Nike Mercurial Superfly, der leichteste Schuh von den Vieren. Auch wenn, wie gesagt, der Tempo jetzt echt nah rangekommen ist. Und es gibt natürlich nochmal einen leichteren, das ist dann der Vapor, der Takedown davon. Aber auch hier beim Superfly komplett Flyknit, komplettes Upper, überall, außer die Sohle, die ist natürlich kein Flyknit. Aber hier geht natürlich auch der Weg auf Schnelligkeit, auf Ballkontrolle auf die Passform. Das heißt, wie schon gesagt, Flyknit krass anpassungsfähig, was den Fuß angeht. Und hier, natürlich auch hier, wie beim Tempo jetzt, beim Magista und auch beim Hypervenom, Flywire Brio Cables. Das heißt, die Jungs sind hier verarbeitet und wenn ihr die Schnürung zusammenzieht, dann sind da so Kabel drin, muss man sich vorstellen. Und die ziehen sich dann an den Fuß ran. Das heißt, der Lockdown, also mehr Halt dann quasi. Genau, dieser Halt im Schuh ist damit noch mehr gegeben. Und Mercurial hat damit angefangen, mit dem Superfly. Die haben das ja auch, ne? Genau, wir haben es bei allen Schuhen mittlerweile. Also hier, der quasi in den Übergang auch in den Schnürsenkel haben wir das hier auch. Richtig, genau. Also hier ist es auch hier immer so zwischendrin. Wenn man da drüber fasst, dann merkt man das auch so ein bisschen. Beim Tempo sind es hier drei Stück. Man sieht auch hier, wo diese drei Cables quasi in diese Schnürung mit eingearbeitet sind, die ziehen sich dann zusammen. Das heißt, im Mittelfußbereich ist es natürlich am wichtigsten, weil wenn der fest ist, dann kannst du eigentlich auch relativ wenig rutschen.
Und wie gesagt, das fand ich beim Superfly immer am geilsten. Vor allem, ich bin ja ein Spieler, ne, über Schnelligkeit und so, sage ich auch zum 430. Mal, aber ist halt einfach so. Der Mercurial Superfly ist für mich eine absolute Waffe, was Spieler angeht, die übers Tempo kommen, die dribbelstark sind, sage ich jetzt mal. Und von dem her, alles in allem gefällt mir das Pack echt mega gut. Also farblich sehr gut. Muss ich sagen, ist schön variiert, glaube ich, von schwarz-gelb zu komplett gelb zu ein bisschen gemixt hinten und zu einem ganz eigenen Design, finde ich auch hier nochmal. Also das ist auch ein geiler Mix, finde ich. Genau, und hier an der Innenseite sieht man dieses große Nike-Logo, ja. Keine Ahnung, ob man das jetzt braucht oder nicht. Ich finde es ganz geil, dass das da in Schriftform ist und da das Logo. Ich finde nochmal das Logo wäre too much, aber dass es in Nike steht, finde ich eigentlich viel zu geil. Ja. Obwohl ich kein Fan von diesen großen Logos bin, mag ich auch nicht, kann ich nicht haben. Haben wir ja auch bei einem Konkurrenten, kann man sagen. Ja. Da ist aber dann das Zeichen da und ich finde, das Zeichen sieht dann in Großform immer ein bisschen unschöner aus, als finde ich dann in Schriftform. Geschmackssache. Darüber lässt sich immer streiten. Aber ihr könnt uns gerne wirklich in die Kommentare, schreibt uns eure Gedanken dazu rein. Wie gefällt euch das Pack? Welcher Schuh ist der beste für euch? Welchen spielt ihr? Und vor allem die Schnürung nicht vergessen. Sagt uns, was ihr von dieser Art der Schnürung haltet. Richtig. Macht das Sinn? Ist das auf jeden Fall für euch ein Vorteil? Wenn ja, dann lasst uns wissen. Das ist, glaube ich, für uns auch ein cooles Add-on eigentlich. Interessiert mich auf alle Fälle. Und was jetzt noch ist, ich habe irgendwie gerade Bock, noch einen Schuh zu verlosen. Wäre ich dabei? Ich würde jetzt nicht auf den Tempo gehen, weil ich zum Tempo noch ein Video machen möchte. Ja, da will ich ganz gerne noch ein Quick Facts Video machen. Das heißt, da würde ich dann nochmal genauer auf die Erneuerungen eingehen, auf Technologien. Aber ich würde euch... Dann gibt es ja den auch schon zu gewinnen bei Quick Facts. Und den gibst du eh nicht her, also sage ich, stehen die zwei Optionen. Richtig, also Stefan, du darfst dir einen aussuchen. Welchen willst du hergeben? Ja, ist schwer. Ich würde sagen Hyper Venom. Hyper Venom? Also, ihr könnt einen Hyper Venom gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich super easy. Ihr abonniert natürlich unseren Kanal, liked dieses Video und schreibt uns in die Kommentare, welches Schnürsystem ihr sinnvoller haltet. Also für sinnvoller haltet. Einmal den Obra, der mit mehr Fläche außen glänzt, oder eben den Hyper Venom, der mehr Fläche innen hat. Schreibt uns das einfach in die Kommentare. Den Gewinner werden wir dann am, lass mich kurz überlegen. Das steht auf jeden Fall in der Infobox. Richtig. Das schreiben wir euch in die Infobox. Wenn ihr ihn wirklich wollt, schaut in die Infobox und dann wisst ihr, bis wann ihr die Chance habt. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Dir hat's gefallen, mir hat's gefallen. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.